Und liebe Augsburger, das Jahr 2023 gehört in wenigen Stunden den Geschichtsbüchern. Und ich weiß nicht, ob Sie sich noch an alles erinnern, was in diesem Jahr so los war. Zum Beispiel, dass wir im Januar darüber diskutiert haben, wie warm das Wasser in Schwimmbädern sein darf oder ob die Saunen an oder aus sind, weil die Energiekrise uns einfach zum Energiesparen aufgefordert hat. Oder das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, wo viele Augsburger Familien betroffen waren, die in der Region Angehörige und Freundinnen und Freunde hatten. Das sind alles so Themen, wo ich ehrlich gesagt mir gedacht habe, boah krass, das war tatsächlich dieses Jahr. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir auch ein bisschen den Blick auf das wenden, was dieses Jahr alles Tolles passiert ist. Seit mindestens zwei Generationen hat es in Augsburg endlich mal wieder einen Faschingsumzug gegeben. Die Sommernächte haben uns alle dazu aufgefordert, unsere Stadt gemeinsam zu feiern. Premium Aerotech bietet den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen die Stirn und baut eine neue Fertigungshalle neben der WWK-Arena. Das Güterverkehrsterminal im Güterverkehrszentrum wird jetzt endlich wahr. Der Bund hat die entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Und wir haben in der Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder ein ganz besonderes Geschenk mit auf den Weg bekommen. Der Freistaat Bayern überlegt, beim Thema Römisches Museum einzusteigen. Und Anfang Dezember, so vor ein paar Tagen, haben wir Augsburgerinnen und Augsburger unseren Hauptbahnhof zurückbekommen. Barrierefrei und einfach schön, da macht Reisen und Pendeln einfach wieder mehr Spaß. Wir dürfen die Augen, glaube ich, nicht davor verschließen, dass viele Entwicklungen, die irgendwo auf unserer Welt passieren, auch hier in Augsburg ein Thema sind. Die geopolitischen Konflikte, sei es in der Ukraine oder im Nahen Osten, sind Themen, die auch hier bei uns in Augsburg spürbar sind. Und es wird wahrscheinlich auch 2024 nicht anders sein. Und deswegen wünsche ich mir sehr, dass wir als Stadtfamilie, als Augsburgerinnen und Augsburger uns einfach auch dem bewusst sind, dass wir stark sind, wenn wir zusammenhalten. Und stark sein, das bedeutet auch, Hass und Hetze eine Absage zu erteilen, gegen Antisemitismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einzutreten und dafür zu sein, dass wir alle in Frieden in unserer Stadt zusammenleben können. Ich habe vor einigen Monaten ein schönes Wort gelesen, das hieß Veränderungszuversicht. Und ich finde, das Wort Veränderungszuversicht wäre ein tolles Wort des Jahres für das Jahr 2024. Veränderungen, ich glaube, da werden wir nicht rauskommen, dass wir die auch erleben werden. Aber ich glaube auch, dass wir gerade in Augsburg, mit dem, wie wir auch zusammenhalten und zusammenstehen als Friedensstadt, auch die Zuversicht haben dürfen, dass 2024 ein gutes Jahr wird. Ich wünsche es mir sehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass auch Sie an dieser Veränderungszuversicht mitarbeiten wollen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Für 2024 wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Lieben von Herzen alles, alles Gute.